Studio, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Was zu Folgenschau. There we go. Oh mein Gott. Der lebt locker noch, oder? Wenn wir jetzt die ganze Zeit so langsam sind. Genau da hätte ich halt gedacht, müssen wir jetzt durch. Okay, hier brennt auf jeden Fall alles. Bin mir nicht sicher, wo wir hin müssen. Ich folge einfach mal dieser Richtung. Bisschen... Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein bisschen... Das ist jetzt irgendwie nicht so gut gemacht. Sagen wir mal so, wie es ist. Also... Fällt mir irgendwie nicht so, weil vor allem man sieht halt auch nichts. Hätte man irgendwie ein bisschen cooler lösen können. Vor allem weiß ich jetzt auch gar nicht, wohin, weil ich ja halt nichts sehe. Und hier können wir... Irgendwas Bestimmtes hier finden? Einfach nur eine Truhe, oder... Muss ich den Weg, der quasi weiterführt. Ja, einfach durch diesen Gang. Müsste wahrscheinlich hier irgendwo eine Tür sein, auf dieser Seite, ne? Also wenn ich jetzt hier eine Truhe finden soll, dann ja, Prost Mahlzeit. Moment, da war ein bisschen was frei. Vielleicht muss man auch da hin. Okay. Ah, das ist komisch, dass es so ein Fließgeräusch macht mit der Lava. Oder hier ist noch irgendwo Wasser. Was ist hier? Ah, guck mal. Ja, moin, wir müssen einen... Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Come on. Jetzt müssen wir... Oh Mann. Wie doof. Das heißt, wir müssen jetzt hier doch eine Truhe finden, oder was? Oh Mann, aber wir können uns merken, da rechts war auf jeden Fall der Ausgang. Oder was heißt hier vergessen, aber... Ah, guck mal. Hier haben wir einen alternativen Raum, wo wir auch diese Heat-Dingens machen können. Oh mein Gott, das heißt... Ah, den Schlüssel hätten wir von vornherein gar nicht da finden können. Boah, so eine Kacke, hätte ich mir das sparen können. Ich hab da bestimmt jetzt 10 Minuten oder so gesucht. Ach man, wie doof. Aber Mann, das ist doch doof. Achso, wobei, warte mal. Hier ist noch nichts. Bin gefreut. Oh oh. Ja. Die Cutscene. Oh. Hallo, Kumpel. Was ich hier mache? Naja, sieht so aus, als würdest du das, meine Dienste nicht mehr benötigen. Du bist schon bereits am Ende deiner Reise. Und es sieht so aus, als ob die Bauten hier nicht mehr lange halten. Der Ort fällt auseinander, also deswegen chill ich jetzt hier mit meinen gefallenen Brüdern. Ah, und fast vergessen, hier ist ein Schlüssel. Zu dem UR-Generator. Sag es aber nicht, dass ich ihn dir gegeben habe. Hier, kriegst du for free. Aber pass auf jeden Fall auf, da draußen, mein Freund. Und ich hoffe, dein Escape läuft gut. Okay. Gut, dann haben wir jetzt den... Gut, dann haben wir jetzt den IC-Generator-Key.
Dann sehen wir uns gleich vor der Tür, weil, ne, wir waren ja da gerade schon. Deswegen bis gleich. Okay, oh, warte mal, was ist das hier? Lol. What? Lol, was? Einmal hier voll Secret. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist denn das jetzt? Aber hier ist zu. No. Hier geht's einfach nicht mehr weiter. Lol, ich habe mich gerade gefreut, dass ich voll das Secret gefunden habe. Ach man. Ah, oder was? Nee. Wir haben auch kein Passwort dafür. Ja, okay. Vielleicht kommen wir da später hin, aber wow. Wissen wir schon mal, dass hier was ist? Geil. Gut. Oh, dann haben wir es jetzt geschafft. Ich mache euch wieder Flashlight an. Oh, jetzt können wir die Rüstung endlich wieder ausziehen. Ich meine, macht Sinn, dass die schwerer ist, aber eigentlich müsste so eine Tauchausrüstung auch sehr schwer sein. Wer schon mal tauchen war, weiß es. Open IC Generator. Ah, okay, der filtert das jetzt auch wieder weg. Gut, hier brauchen wir noch einen Key. Du bist endlich hierher gekommen. Du hast es geschafft, hierher zu kommen. Und das ist großartig. Oh oh. You are. Geh bitte zu deiner Tür auf die linken Seite. Okay, also wir werden beobachtet. Da warte ich auf dich. Okay. What the hell? Lol, was? Du bist also wirklich gekommen. Was? Wir haben es jetzt einfach catchen lassen. Oh no. Du hast eine großartige Entscheidung getroffen. Nein. Mann, wir waren zu gutmütig. Ich wurde gebaitet. Jetzt kannst du perfekt sein. Oder werden wir jetzt roboterfiziert? Vielen Dank fürs Spielen. Credits gehen an. Renounce 99887 RG and Time Cipher für die Skripte. Soundtrack wurde von Dead Space, Silent Hill, The Forest, Portal und Street Fighter genommen. Vielen Dank an meinen Bruder, der mich motiviert hat, das hier fortzuführen. Und freesound.org für die Soundeffekte. Und nochmals, danke fürs Spielen. LOL. Okay, Leute, anscheinend gibt es hier mehrere Endings. Ending 3 von 3. Perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, habt ihr nochmal auf jeden Fall eine Gelegenheit, die anderen Let's Player dazu zu schauen, um zu schauen, ob die auch das gleiche Ende wie ich bekommen haben. Oder ob es bei denen nochmal etwas epischer vorangeht. Oder natürlich auch euch selbst mal die Map zu downloaden, um da mal zu schauen, welches Ende ihr dann kriegen könnt. Die war auf jeden Fall sehr cool, hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Das Ende war jetzt ein bisschen doof mal mit diesem Hitzeanzug, hat mir jetzt irgendwie nicht so zugesagt. Da könnte man eventuell noch dafür sorgen, dass dieser Lava-Effekt weg ist, damit es ein bisschen spaßiger ist, da zu erkunden und vielleicht nicht ganz so viel Movement wegzunehmen. Aber das ist ohnehin schon sehr langsam in Minecraft, finde ich. Aber naja, das nur so am Rande. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, euch dann beim nächsten Projekt begrüßen zu dürfen. Haut rein.